12 Sekunden noch. Kommt bestimmt wieder. Jungs. Ist ein dezent schlechter Zeitpunkt, jetzt da lang zu laufen. Was wollt ihr da? Macht den Befehl weg. Ja, hier hinten. Genau. Genau hinter den Ja komm, bring jetzt alles Skelett alleine um. Hätte ich auch kein Problem mit, aber ich sehe dich eigentlich eher in 10 Sekunden weglaufen. 9. 8. Das ging schnell. Also Jungs, ihr kennt das Spielchen. Im Nahkampf trockt ihr nichts. Selbst laut Hämchen nicht. Deswegen gibt es Langbögen. Wir könnten noch ein paar Feuerpfeile herstellen, fällt mir gerade ein. So, 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 so. Natürlich nur, wenn die aus irgendwelchen Ressourcen machbar sind, die wir endlos haben. Wo sind die denn eigentlich? Hier, ne? Feuerpfeil. Harz, Holz, Feder. Wie viele Federn haben wir? 27. Holz haben wir auch ein bisschen was und Harz haben wir auch eine Menge. Kommen 10 Pfeile raus. Bestimmt mal ein paar davon her. Wie viele Federn haben wir jetzt noch? Unter was sind Federn? Hier, 10 Stück. Die behalte ich auch mal lieber, falls wir das für irgendwas anderes brauchen. Also wir haben jetzt 160 Pfeile, die alle erst hergestellt werden müssen. Nein! Na gut, der Plan geht schon mal nicht auf. Das alles töten. Jetzt kommt die Fraktion von hinten, ja. Ihr solltet in das Portal gehen, nach Hause gehen und dann hier schießen. Also die Tür sieht da echt doof aus, wenn sie so rumsteht. Aber ja, Deko-Sachen momentan keine Zeit für. Wir müssen töten. Wo ist der Feuerballzauber? Ich werde jetzt schon wieder die ganze Mana... Oh, Silberpfeil. Die sind aber auch einmalig, ne? Info. Die sind sehr effektiv im Kampf. Kriegen wir bestimmt nicht wieder. Wie viel Silber haben wir? Wir haben 2 Silber. Wir werden die eh herstellen müssen, denke ich mal. Also machen wir das mal kurz. Silber, Silber, Feder. Der Silberpfeil. Oh, die kann man instant herstellen. Das wiederum ist praktisch. Oh, und neue Waffen und neuer Helm und Ende der Track Tree Geschichte. Okay. Das kam unerwartet. Also jedenfalls die eine Seite, ne? Junge, wo läufst du? Genau, lauf durch die Skelette durch, lass dich von allen hauen und lauf dann hinter die Skelette in die nächsten Skelette. Also manchmal, ne, könnte ich die echt ohrfeigen. Aber ich darf es nicht, weil das kein Dungeon Keeper ist. Ich sollte einen Dungeon Keeper LP anfangen. Du, töten. Und du bist unwichtig, du kommst hier nicht dadurch. Heiltränke. Heiltränke halfen. Haben wir genug Heiltränke? Ja, 45, das müsste eigentlich erstmal reichen. Dahin. Heiltrank. Wer braucht... Schluck. Schluck. Töten. Wie schaut's bei euch da unten aus? Edelzwerg. Ist voll. Voll. Was zur Hölle machst du hier? Also ja, ist bestimmt irgendwas, was ich vermurkst habe, aber trotzdem. Du, genau, geh da durch. Und trink hier deinen Trank. So. Noch ein. Jetzt rauf da, allesamt. Hört auf, die Pfeile herzustellen. Genau, Antomata. So, 100 Mana. Feuerball. Sonst hilft nicht wirklich irgendwas, nö. Wo den Feuerball? Hier. Wusch. Warum greifen die Türen nicht an, die großen? Sehr komisch. Hunter, wir könnten es jetzt alle runterfallen lassen. Und einfach nur so machen und klick. Dann fallen die da runter. Aber das ist nicht unbedingt besser. Wir sind nämlich noch näher an unserer Festung dran. Oh.
Du da hinten. Halt mal. Pio, 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 pio. Wie kriegt die überhaupt Schaden? Die steht hinter der Tür und schießt raus. Die macht irgendwas radikal falsch. Schön schießen, schön schießen. Wir haben 3 Pfeile hergestellt. 2 sollen noch kommen. Wirkt die. Ah, okay, so. Also Lord Helmchen schießt jetzt mit Silberpfeilen. Und ich will gucken, ob wir nachher 5 insgesamt haben. Momentan haben wir 3, 2 sollen noch hergestellt werden. Und wenn wir nach der Schlacht, wenn alles hergestellt, eingesammelt und was weiß ich, wenn da noch 5 über sind, dann ist es toll. Wenn nicht, haben wir ganz viel Silber verballert. Das macht schon mal mehr Schaden anscheinend. Piu, 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 piu. Vielleicht reißen sie aber einfach mal alle mal zusammen und schießen zusammen. Das ist ja 2 Geister. Bierklaune Geister. Der kann nicht. Piu, 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 piu. Kleine Unterstützung. Bitteschön. Und es ist Tag. War nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Zumal ein Teil der Leute auch einfach nur hier stand und nichts gemacht hat. Wenn die alle mal ein bisschen schneller laufen würden, die Feinde, oder ein bisschen dichter beisammen, hätten wir ein tierisches Problem. So, weg mit dir. Weg, 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 weg mit dir. Die sterben nicht mehr bei Licht. Sie gehen freiwillig nach Hause. Du hast aber keinen Turm mehr. Achso, die sind gar nicht mehr wirklich da. Das hatten wir auch schon ein, 2 Mal. So, sehe hier viele Knochen. Wir bräuchten irgendwas, was wir aus Knochen herstellen können. So, da ganz viel Fett. Wie schaut es mit anderem Essen aus? Da, Fischeintopf. Fisch und Fett. Schön. So, doppelte Geschwindigkeit. Sammelt weiter die ganzen Sachen ein. Und dann gucken wir wegen den Silberpfeilen. Türen müssen wir auch neu setzen. Da, Stahltür. Flop. Eisentür, bitte einmal drehen, so sieht es viel besser aus, genau. Tick-Tree. Haben wir Gold? Sand, Gold. Sehr. Sollten wir aber nicht alles zu Gold machen, denn es gibt doch ein paar Rezepte, die brauchen Rohgold. So, so. So, so. Jo. So, 9 Stück muss reichen. Die müssen bestimmt erstmal wieder hergestellt werden und danach können wir uns die neuen Rezepte mal angucken. Du wirst angegriffen. Nein, nicht hier. Töte den da, der schießt die ganze Zeit auf dich. Was war, glaube ich, nicht ab. Na, und nimm vorhin ein Schwert in die Hand. Also, hey! Schwert in die Hand. Also, ein Goblin will auf so ein blaues Panzerding schießen. Unser Zwerg stellt sich in den Weg, wird getroffen. Und Zwerg, der er ist, bleibt da einfach stehen. Und frisst einen Pfeil, und frisst einen Pfeil, und frisst einen Pfeil. Der wäre umgekippt. So, tötet den da. Alle. Der Befehl ist immer noch da. Nur weil da ganz viele andere sind, müsst ihr jetzt euch nicht zurückziehen. Feiglinge. Da habt ihr ein langes Portal. Da habt ihr eine Abkürzung. Ihr seid echt doof. So, Goldbarren werden fertiggestellt. Essen ist genug da. 3/4 Stunde bis zur nächsten Welle. Oh, stimmt. Wegen dem Pool hier oben habe ich eine Neuerung. Also, es gibt eine bestimmte Höhe und ab der Höhe schmilzt das Eis erst. Und die ist hier oder hier. Ich denke mal, sie ist nur hier. Das heißt, wir können hier oben gar nichts machen. Aber was man machen kann, ist, man kann Wasserblöcke setzen. Das wusste ich vorher gar nicht. Das testen wir jetzt erstmal. Also dahin. Allerdings müssen wir vorher den Boden wieder setzen,
Denn Stone Bricks zählen nicht als wasserfest. Also müssen wir das so machen. Jetzt Steinwolz, Steinwolz, jetzt Steinwolz, Steinwolz. So. Damit das Wasser nicht durchsickert. So, Silberpfeile werden hergestellt, Feuerpfeile werden hergestellt. Nimm, 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 nimm. Goblins müssen sterben. Hier muss ganz viel abgeflacht werden, aber es hat Zeit. Moment mal, hier muss was aufgeschüttet werden, oder? Das hier ist die Standardhöhe. Ne, nur das muss aufgeschüttet werden. Okay. Genau, Goblins müssen sterben. Dafür hätte ich ganz gerne den Yatagan. Dafür brauchen wir aber einen Magierstab und dafür brauchen wir Mithril. Mithril haben wir noch gar nicht. Weil wir uns noch gar nicht weit runter begeben haben. Wo ist eigentlich der Fahrstuhl? Fahrstuhl? Da ist der Fahrstuhl. Ganz viel Zeug. Wir müssen Weizenkörner herstellen, das ist nicht so schwer. Tada! Tickbaum. Jo, neue Aufgabe, stell eine Mühle her. Mühle. Jetzt rasen wir mal durch den Tickast durch. So, so, so. Und dann können wir endlich anfangen mit den lange geplanten Fahrstühlen. Mühle können wir auch gleich aufstellen. Oder müssen wir sogar gleich aufstellen. Nur haben wir dafür nicht so wirklich einen Platz, fällt mir gerade auf. Die Laterne kann weg. Laterne weg, Mühle hin. Flupp. Deckbaum. Mehl. Drei Weizenkörner wird Mehl. Deckbaum. Brötchen. Brötchen. Mehl und Kohle. Bringt Nährwert 2 und stellt 5 her. Ja, Kohle können wir übrigens auch wieder produzieren. Aber ich sehe schon hier ein paar Zwerge nichts zu tun. Dann geht doch mal töten und Schnee schippen. Also der Bäcker hätte ruhig hier bleiben können, aber na gut. So, auch noch weg. Das alles weg. Und dann nach Hause Mehl malen. Richtig. Wow, da dauert das lang. Okay. Pack mal hier das Holz weg. Na. Gucken, wie die Goblins darauf reagieren. Die schmeißen Kiefer uns entgegen. Ah, da guckt ihr. Jungs. Das kann man auch beeindruckender machen hier. Alle Bäume gleichzeitig weghacken mit der bloßen Handkante und Schneeschippen und was weiß ich. Krummel. Okay, kriegt Portale, geht's schneller. So, weg, 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 weg. Ja, Käfer töten, Baum hacken, kleine Goblins töten. Kleiner Goblin. Oh, oh. Stopp, 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 stopp. Du läufst hier nicht nach Hause. Da. So. So. Nein. Du trinkst einen Trank. Und ihr tötet die nächsten Goblins. Die sich nicht mehr ordentlich wehren. Jo, ah doch, jetzt geht's los. Okay. Stopp, einfache Geschwindigkeit, du trinkst einen Trank. Du trinkst einen Trank. Du trinkst einen Trank. Du trinkst Trank. Also mit den Tränken läuft das super gut. Jo Jungs, dann hier doppelte Geschwindigkeit, alles abfriesen. Und töten und schlachten und so Zeug. Weg, 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 weg. Weg. Weg, weg, weg. Aha. Weg, 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 weg. Das hatten wir alles schon mal leer bekommen hier. Sieht man daran. Dann mal ein, zwei Folgen nicht aufgepasst und schon ist überall Schnee und Bäume drauf und ja. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin.
So, Feuerpfeile werden immer noch hergestellt. Das Mehl müsste fertig sein.